Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Meine besonderen zwei Gäste, die haben mich in einer der vergangenen Sendungen unglaublich umgehauen. Es war so revolutionär, was ich da von ihnen gelernt habe. Und deshalb bin ich auch überzeugt, dass Sie heute bitte, bitte, bitte dranbleiben. Wir werden heute bestimmt wieder viel lernen. Es geht heute um den Zucker. Ist der Zucker immer, immer ungesund? Ist er immer schädlich? Das möchte ich heute wissen im Zusammenhang mit diesen zwei Herren. Einerseits mit Dr. Med. Simon Feldhaus von der Paramed in Baar. Herzlich willkommen. Dankeschön, danke. Und auf der anderen Seite der Kurt Mosetter, ebenfalls Arzt, ärztlicher Direktor der ZIT in Konstanz. Und wie ich aus der letzten Sendung erfahren habe, eine richtig große Persönlichkeit im Sport. Du hast Leipzig unterstützt in der Bundesliga im Bereich der Ernährung. Du hast die Fußballnationalmannschaft in Amerika unterstützt zusammen mit Jürgen Klinsmann. Wusste ich einfach nicht, wer da vor mir sitzt. Und deshalb bin ich mal gespannt darüber, wie ihr zwei über Zucker denkt. Darf ich vielleicht bei dir wieder anfangen, lieber Simon? Naja, Zucker war ja früher schon fast schon Geldquelle. Man hat mit Zucker gehandelt. Das war eines der teuersten Handelsgüter. Muss also was Besonderes sein. Nächste Tulpe, ja, hä? Nächste Tulpe. und war es ja auch, weil Zucker war selten. Es war fast wie Gold zu sehen. Und dann wurde es aber auch entsprechend so benutzt. Dann kam die Geschichte, wo halt aus dieser einfachen Nutzung eine Breitnutzung wurde. Man hat verschiedene Möglichkeiten des Zuckeranbaus, Zuckerrüben und Co. gefunden. Dann wurde aus diesem kostbaren Luxusgut ein breit verwendetes System. Und dadurch ist vielleicht eben ein System entstanden, wo wir das fast schon das zuckertoxische Zeitalter nennen, wodurch zu viel kurzkettige, also schnell verwertbare Zucker, Kohlenhydrate, das ist ja nicht nur der Zucker, es sind ja auch in Mehlen oder so enthaltene Kohlenhydrate, sicher Probleme entstanden sind. Und dann entwickelte sich so die Fragestellung, ja, was ist jetzt eigentlich? Ist das gut? Ist das böse? Und wie alles im Leben gibt es natürlich verschiedenste Optionen und das ist immer eine Frage der Dosis, der Qualität und der Art. Ich denke, dass man grundsätzlich sagen muss, der Mensch ist nicht primär auf Kohlenhydrate angewiesen. Wir sind ursprünglich immer noch und genetisch gesehen faktisch Neandertaler, Jäger-Sammler-Strukturen, wo man eine Basis hat und der Zucker ist ein Teil einer Belohnungsgeschichte. Wenn man einen Baum gefunden hat mit einem Apfel, hat man einen Apfel gegessen, aber man hatte ja keinen Kühlschrank, um das Ganze zu lagern. Und daher ist Zucker sicher ein wichtiger Teil, aber wenn man eben ihn falsch nutzt, wie heute, wo fast mehr als die Hälfte mit Kohlenhydraten benutzt wird, sehen wir Entwicklung der Zivilisationskrankheiten. Jetzt ist natürlich dann die Frage, muss man dann alles weglassen, darf man gar nichts mehr machen? Das ist ja auch dann nicht richtig. Wenn ich vom einen Extrem in das andere wechsle, ist es auch nicht richtig. Ich denke, beim Zucker ist es zentral, die Vernunft und das Wissen mitzuarbeiten und auch zu überlegen, wie bei anderen Sachen auch, es gibt die Zucker, es gibt die Kohlenhydrate, es gibt die und es gibt die Kohlenhydrate. Und wie mache ich eine Basis? Und wenn ich eine gute Basis habe, kann ich natürlich auch mal komplett unsinnige Sachen machen. Das gehört zum Leben dazu. Es wäre ja schade, wenn wir Menschen leben und nicht zwischendrin auch mal Falsches tun, das aber mit Genuss machen, wenn die Basis stimmt. Und ich glaube, es geht um die Basis. Und in der Basis sind Zucker und Kohlenhydrate sicher als kritisch zu werten, zumindest die häufig verwendeten. Aber es gibt eben auch noch ganz andere. Und es gibt Kohlenhydrate oder spezifische Zucker, die noch viel zu wenig bekannt sind, weil sie nicht in den großen Detailhändlern in den Zuckerregalen stehen, sondern die muss man noch suchen gehen in Bioläden und Ähnlichem. Das ging auch mir so, als ich von Kurt hörte, es gibt Galactose, habe ich gedacht, das hört sich an wie eine Milchschokolade. Ja. Das probiere ich doch gerade mal, fand es aber nicht. Als ich dann gehört habe, wo ich es gefunden habe, ist, glaube ich, gar nicht günstig, gell? Nein, überhaupt im Gegenteil, das war dann auch noch recht teuer. Und sieht aus wie Zucker, funktioniert wie Zucker, schmeckt extrem fein und hat ausgesprochen interessante Wirkungen. Also eben, und dann habe ich festgestellt, so einfach ist das dann doch nicht. Ja, und dann musste man anfangen, mit dem zu arbeiten und zu lernen. Und dann kam eben auch das, wo man in der Medizin dann sieht, Dinge muss man einfach mal ausprobieren und sehen, was passiert. Und dann, glaube ich schon, man kann sagen, kurzkettige, schnell verwertbare Kohlenhydrate sind für Menschen nicht die Basis. Aber es gibt sehr wohl Kohlenhydrate, die wir sinnvoll benutzen können. Und dann gibt es so ein paar Meisterkohlenhydrate. Und die können wir vielleicht dann auch noch spezifisch einsetzen. Aber in der Praxis heute, wenn ich unsere Bevölkerung anschaue, dann ist es ja eigentlich so, dass wir eigentlich Zuckerjunkies sind. Ja. Das heißt nicht hier oben, sondern eher hier unten in dem Darm. Ich glaube, die Bakterien schreien nach Zucker.
weil sie sich's gewöhnt sind. Und wenn sie was anderes kriegen, kotzen sie, weil sie es nicht gern haben und nicht mögen. Und wie kriegt man solche Zuckerjunkies weg in einen anderen Bereich rüber, wo man auch Süßes essen kann, aber gesunde Süße? Ja, der Simon hat es schon schön erzählt. Es ist eine Frage von der Balance. Und in der Evolution hat es über 2,5 Millionen Jahre nie mehr als 10% Kohlenhydrate gegeben. Punkt. Mhm. Und dann gab es noch ein paar Beeren. Punkt. So. Und im Jahr 1850 gab es dann ungefähr, der durchschnittliche Verbrauch war ein Pfund Zucker pro Jahr, pro Person. Aber heute sind wir bei 50 Kilo, würde ich sagen. Das ist halt einfach 50 mal zu viel. 50 Kilo ist der Durchschnitt. Ja, genau. Und jetzt, da ist der Fruchtzucker noch gar nicht dazu bei. Man hat lange die mehr geglaubt, oh, der Fruchtzucker ist gesund. Gut für die Diabetiker, ja, wegen einem besseren glykämischen Index. Der ist direkt toxisch. Der greift die Leber an, der greift das Gehirn an, der nockt unser Appetitverhalten so aus, dass wir immer Hunger haben. Also das ist eine Katastrophe. Das heißt, wenn der noch dazukommt, dann sind wir im Overkill. Deshalb Overkill schlecht. Und jetzt ist man süchtig aus dem Darm, aber die Sucht, die geht über die Leber bis ins Gehirn. Das heißt, viele Leute haben einen normalen Zuckerspiegel, alle gucken zu, aber sie haben ein zu hohes Insulin. Auch das messen wir. Dann haben die immer Appetit und die sind dann Junkies. Und wenn wir denen jetzt zu schnell die Kohlenhydrate wegnehmen, dann kriegen die Unterzucker. Dann schwitzen sie, schlafen schlecht, kriegen es vielleicht sogar am Herz. Und dann sagt Großmeister aller Klassen, au! Das ist sehr gefährlich, Kohlenhydrate zu reduzieren. Ja. Fett ist schlecht, ja. Die können kein Fett verbrennen. Und dann mache ich mal ein Beispiel. Das sind die Wildgänse. Die fliegen 3.000, 4.000 Kilometer und fressen nie. Mhm. Ja, aber die Gänse, die in Frankreich gemästet wären, die wären fett, die wären krank, die brauchen Antibiotika. Und was fressen die? Die essen kein Fett. Die kriegen Fruchtzucker. Mhm. Genau. Und der Fruchtzucker macht die todkrank. Auch Schweine, die kriegen heute Mais und Fruchtzucker, die wären fett. Die kriegen Gicht, die sterben am Herzinfarkt, die haben Angst wie Sau, die brauchen Antibiotika. Das heißt, da sieht man wie kurze Zeitraffer, wie schädlich Zucker ist. Und deshalb muss man moderat die Ernährung verändern. Das heißt, man reduziere die Schlechter, die Kurzkettiger, die eigentlich den Zuckerspiegel richtig schnell hochjagen. Und nehmen die Langkettiger, Amaranth, Buchweizen, Quinoa, Hirse. Wir nehmen schwarze Reis und rote Reis und moderat, wir verändern den Teller. Und dann drücken wir die Kohlenhydrate vielleicht auf die wertvolle, auf ein Viertel vom Teller. Und dann kommen wertvolle Fette und wertvolle Proteine. Und so kann man langsam einen Entzug schaffen. Langsam, nicht schnell. Und ganz langsam muss man dann auch die Darmbakterien umkultivieren. Weg, die können mit dem Wertvollen gar nichts anfangen. Ja. Weg, die sind auch Junkies. Und deshalb muss man sich dem Zeit lassen und man muss gut aufklären. Deshalb plädieren wir nicht für eine Diät, wir plädieren nicht für ein Hauruck-Verfahren. Wir nennen das eigentlich Ernährungsschulung, Stoffwechsel lernen. Und dann kann man das gut überwinden. Jetzt haben wir eben einen Trick. Das kam eigentlich aus der Anthroposophie. Das war der Gehirnzucker, der Kommunikationszucker, 1911 vom Rudolf Steiner beschrieben, Galaktose. Das ist der Zucker im Lichtwurz. Das ist aber auch der Zucker in der Mistel. Und das war der Gute. Und der Erste, der beschrieben hat, wie schlecht Zucker ist, in der falschen Dosierung, war der Weston Price. Das war der Zahnarzt aus der Anthroposophie. 1935. Der hat gesagt, Zivilisationserkrankung beginne dort, wo die Schiffe mit Weißmehl, Zucker und Konserve bringen. Also 1935, da muss man sagen, der war ganz schön früh dran. Mhm. Deshalb möchte man jetzt schlechte weniger, vom guten Meer, und dann kann man die Sucht überwinden. Wenn jetzt jemand schon süchtig ist, dann kann ich ihm im Entzug langkettige Kohlenhydrate geben. Linsen, die haben zum Beispiel die Galaktose, den Superzucker, und sie dürfen zum Entzug sich einen Teelöffel Galaktose nehmen. Dann ist der Organismus beruhigt und langsam kommt der Stoffwechsel wieder in Trab. Das heißt, der Stoffwechsel kann sich erholen, aber man muss achtsam damit umgehen. Aber zu viel Zucker, zu viel kurzkettige Kohlenhydrate sind Gift. Und es ist nicht nur der heimliche Killer. Das war mal ein Buch, was wir geschrieben haben, da wurde man sehr angegriffen, sondern es ist der reale Killer. Ja, und das Problem ist ja, gerade das Beispiel Fruchtzucker finde ich ganz ein wichtiges. Fruchtzucker muss gesund sein, weil er kommt aus Früchten und Früchte sind gesund. Ja. Und natürlich hat hier auch die Nahrungsindustrie das wunderbar aufgenommen. Heute gibt es nur noch Joghurts mit natürlichem Fruchtzucker gesüßt. Also man kriegt
Joghurt mit Frucht, das ist ja schon per se gesund. Einfach nur, ist ja Fruchtzucker, muss gesund sein. Oder Fructose-Sirup oder was auch immer. Also überall, wo Fruchtzucker draufsteht, heißt das ja für den Laien, boah, das ist nicht gesund. Oder wir haben so diese Mode, und die ja auch durch das moderne Influencing dann hochgepowert wurde, mit den Fruchtsmoothies. Also Fruchtsaft. Und ein Smoothie heißt ja, wenn man es medizinisch betrachtet, verdichten. Das ist eine Menge von Früchten, die man nie essen könnte. Die gießt man jetzt in so einen Mixer und dann kommen so 200 Milliliter raus. Und das muss ja gesund sein, sind ja Früchte. Früchte sind per se gesund. Wenn man dann mal überlegt, wie viel Zucker ist in so einem Fruchtsmoothie? Und dann versuche ich immer so das Bild zu machen. Alle wissen diese Bilder mit Cola, wie viel Würfelzucker sind dann daneben. Man hat dann noch nie ein Bild gezeigt, wie viel umgerechnet Fruchtzuckerwürfel in einem Fruchtsmoothie sind. Ja. Das sind nicht weniger. Ja. Und dann kommt eben das Fiese, dass der Fruchtzucker den ganz fiesen Effekt hat, dass der die Leber verfettet. Und die Leute denken aber natürlich, um Gottes Willen. Was, ne? Und das ist genauso dieses fiese Problem geworden, dass das Image des Fruchtzuckers ist, Frucht ist gesund, also ist Fruchtzucker gesund. Und damit ist ein enormes Thema geöffnet worden, wo überall Fruchtzucker drin ist. Das ist Wahnsinn, welche Mengen an Fruchtzucker wir einfach so konsumieren. Mhm. Und da rauszukommen, das ist dann nochmal ein zweiter Punkt. Das ist ja nicht einfach nur Zucker weglassen. Mhm. Ich muss wirklich an die Früchte herangehen, die fruchtzuckerhaltig sind. Und da versuche ich immer, wenn man dann guckt, in den Ländern, wo die Früchte wachsen, wird der Fruchtsaft fast nie getrunken. Mhm. Sondern die Fruchtsaftproduktion geht alles zu uns. Mhm. Also die essen lieber die Früchte. Mhm. Aber das Ding dann auch noch zermanschen und hochkonzentriert trinken, wir haben das als Zivilisation übernommen. Mhm. Und das sieht man auch, die Kultur der Inuit, früher Eskimos, darf man heute nicht sagen, da ist man Rassist, wenn man das Wort erwähnt. Die Inuit oben im Grönland, die hatten Walfische, Eisbären und sonst nichts. Und denen haben wir ja die Zivilisation gebracht, dass man jetzt da Nahrungsketten aufgebaut hat mit Brot, Reis, Nudeln. Und seitdem ist das Volk mit dem höchsten Anstieg an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die hatten das vorher nicht. Und seitdem wir zivilisiert ihnen geholfen haben, richtig zu essen, Brot, Nudeln, jetzt steigt da die Rate an Zivilisationskrankheiten dramatisch. Wie sieht es aus im Spitzensport? Wie ist das Thema dort im Bereich Zucker gehandhabt? Ja, der wird natürlich eliminiert. Und, jetzt überall, rigoros. Eliminiert. Und jetzt gehen wir mal in die beste Basketballspieler der Welt, LeBron James, 67 Tage ketogen mit weniger als 15 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Ultramarathonläufer. Marathonläufer, Ironman, das im Einzelsport hat man schon lange umgestellt. Djokovic, der macht das auch schon lange, Zucker eliminiert. Barcelona, Zucker ist das Schlimmste. Das heißt, im Profisport hat man das schon lange auf dem Radar, in der Top-Qualität, aber im Breitensport ist die mehr eigentlich noch zu sehr. Und das verbreitet. Ist doch so traurig. Ich meine, ich erwarte doch vom Spitzensport, dass die da auch darüber reden, oder sagen sie einfach, das ist unser Geheimwissen, genau, das sagen wir niemandem. Das wird so gemacht, ja. Und dann ist sogar noch so, dann auf dem Bild beißen die eine Banane. Also jetzt muss ich mal sagen, die Banane, also die ist gut für Affen. Das heißt, wenn man auf Bäume klettern will, dann ist gut die Banane. Aber wenn man mal sieht, wie der Roger Federer die Banane verwendet, nimmt er einen Slice und alle 15 Minuten ein Slice. Dann geht es. Aber schon der Biss ist zu viel. Und wenn schon Banane, nicht Glyphosatbombe, sondern dann eine kleine aus Gomera. Ja. Und dann ein bisschen. Bananen haben zu viel Zucker. Dann haben auch moderne Orange und Äpfel viel zu viel Zucker. Deshalb eliminieren wir das komplett. Und im Früchtebuffet, in den Vereinen, gibt es Heidelbeere, Himbeere, Brombeere, Johannisbeere, Aprikose, Papaya und so weiter. Aber den anderen Schrott gibt es nicht mehr. Jetzt sagt man auch, vielleicht hat Leipzig viel Geld dafür. Dann sagt der Trainer von Freiburg, Christian Streich, Scheißdreck, viel Geld. Hier entscheidet sich's. Weniger Sabotage. Also Früchtebuffet am Nachmittag weg, auch bei der TSG Hoffenheim, Früchtebuffet weg. Am Morgen gibt es das noch, aber dann ausgewählt und keine Säfte. Und schon gar nicht am Abend Säfte. Was passiert beim Wohlfühlbuffet am Abend mit dem Orangensaft? Dann sind die Spieler erschlagen. Das war, also da gibt es noch eine schöne Geschichte, die heben wir für ein anderes Mal auf. Na komm, wir haben Zeit für die Geschichten. Deutsche Nationalmannschaft 2014. Ja. Jogi Löw und Hansi Flick haben Galactose und Ribose eingegeben. Die machen das auch schon? Genau, die haben das dort gemacht. Von uns. Übernommen. Dann hat man eigentlich nach dem Buffet geguckt, alles gut. 2018 hat dann einer im Hintergrund gesagt, oh, wir brauchen Wohlfühlbuffet. Und die Emotion der Spieler und Supplementation ist der Einstieg ins Doping.
Jetzt sind die guten Spieler, die im Verein schon perfekt ernährt waren, gingen in die Nationalmannschaft und zwar eine Katastrophe. Das Ergebnis war schnell sichtbar, Vorrunde, Katastrophe aus. Ja. Und deshalb hoffen wir mit dem neuen Bundestrainer, mit dem, egal ob es dann Hansi Flick oder Ralf Rangnick ist, dass es wieder besser wird. Die Leute im Hintergrund sind informiert, aber die schlechte Ernährung schadet. Mhm. Und deshalb können wir das gut umsetzen. Jetzt nochmal eine aus dem Sport. Der Simon hat es eigentlich noch lang vor mir in seine Seminare auf dem Radar gehabt mit den Smoothies. Ja. Und jetzt kommt was Spannendes. Es gibt viele Profis, die sind vegan unterwegs und alles gut. Aber wenn ich nicht aufpasse und am Morgen und am Mittag und am Abend einen Smoothie habe, machen wir jetzt zwei Beispiele. Hockeys, Frauennational in Deutschland und USA, Frauennationalmannschaft Fußball in den USA. Die vegane Spielerin haben eine hohe Harnsäure gehabt. Ja, Fruchtzucker jagt die Harnsäure hoch. Die haben hohe Fettwerte gehabt. Ja, Fruchtzucker macht Fett. Und die haben schlechte Laktatwerte gehabt und so hohes Ammoniak. Das heißt, die haben sich ruiniert, dann wäre die Faszien verklebt, dann gibt es Verletzungen. Nach 6 Wochen, schon nach 4 Wochen, wenn man den Fruchtzucker reduziert, geht es denen besser. Und dann wären alle Werte besser. Was sagt der Internist? Der sagt, ja, also sie solle keine Innereien essen. Ja, also wirklich, ehrlich gesagt, vegane Spielerinnen essen keine Innereien. Genau. Das ist der Fruchtzucker. Ja. Noch eine Geschichte. Die kennen wir beide, eine 87-jährige Oma, Herbst, Traube, Äpfel, Apfelsaft, Traubensaft. Und sie kriegt eine ganz rote Hand, geht zum Arzt, sagt, Herr Doktor. Und dann sagt er, oh, das ist Arthrose. Er sagt, aber Herr Doktor, genau, also das habe ich jetzt erst seit 2 Tagen. Ja, bedenken Sie, wie alt Sie sind. Er sagt, das muss ich nicht bedenken, das weiß ich. Das könnte es nicht vom Fruchtzucker sein. Wenn Sie in der Reihe gegessen, nein, der Fruchtzucker, ach. Und dann hat sie telefoniert. Meine Sekretärin im Schwarzwald, da gibt es auch noch eine Praxis, haben gesagt, ja, sie soll das mal weglassen und nach 2 Tagen wieder kommen. Nach 2 Tagen ohne Fruchtzucker war die Hand wieder normal. Dann ist sie noch mal hin und gesagt, sehe sie, Herr Doktor, das war der Fruchtzucker für ihre andere Patientin, wissen Sie. Und das ist noch nicht so bekannt. In den USA ist da eine große Welle, da gibt es brillante Genies wie der Robert Lustig, endlos viele Papers. Und in einem Paper konnte ich es sogar zeigen, bei jungen Menschen, mit zu viel Süßgetränke, das ist alles Fruchtzucker, Maissirup. Nur nach 9 Tagen war der ganze Stoffwechsel und die Fettleber und die Blutzuckerwerte dramatisch besser. 9 Tage Verzicht und deshalb ist der Effekt vom Fruchtzucker dramatischer, aber auf der anderen Seite, wenn wir es auf dem Radar haben, gut regulierbar. Haben wir denn so starke Zuckerlobby, die das alles mit verfechtet und bekämpft und uns das Gute vorgaukelt, dass wir meinen, Fruchtzucker ist gesund und generell süße Sachen zu essen, ich höre ja nie irgendwelche Risiken darüber. Wir wissen ja das und ihr wisst es ja noch viel besser, aber es geht ja darum, dass wir zu Hause das Wissen auch haben. Ja, Lobby, vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber es ist so einfach, weil es so günstig. Also das ist so, mit dem kann man, man sagt ja so ganz banal, der schlechte Koch braucht viel Zucker. Weil mit Zucker kann ich auch den Geschmack verstärken. Also wenn man irgendwas macht, wo ein bisschen lasch schmeckt und ich tue einfach Zucker rein, dann schmeckt das für uns intensiver. Also der Zucker ist für uns Menschen eben sehr wohl so eine Art Belohnung. Sucht- und Belohnungselement. Und damit ist es verlockend für die Industrie, das zu benutzen, zumal es heute eben finanziell kostet ja nichts. Und die anderen Zucker, über die Kurt auch immer redet, die sind eben leider teurer. Wenn ich jetzt also sagen würde, die Industrie soll umstellen, die Joghurts auf Galaktose, wenn ich süß haben möchte, das wäre problemlos machbar, aber dann kostet das Joghurt nicht mehr 90 Rappen, sondern 1,50 Franken. Wer ist dann bereit, das zu zahlen? Also heißt, die Marge für die Industrie wird anders. Die Frage, wie gut kann ich das verkaufen? Und das kann man von mir schon als Lobby beschreiben, aber so dieses Phänomen. Zucker ist viel zu billig und viel zu einfach und es ist so einfach, die Menschen damit gefügig zu machen. Aber ich könnte zum Beispiel für die Kinder einen Naturjoghurt kaufen, ein bisschen Galaktose reintun, ein paar Himbeeren rein. Das habe ich von ihm gelernt, dass man Naturjoghurt macht, am besten eigentlich ganz ohne, weil eigentlich ist Joghurt sauer. Aber naja, wir müssen ja Kompromisse machen. Und dann tut man ein paar Beeren rein und wenn es dann immer noch nicht ist, dann streut man ein bisschen Galaktose rein für die Süße und macht sich selber so ein Ding als Milchmix-Getränk. Also ich höre jetzt, die Regal. Galaktose ist die Königsklasse. Bis zu mir gedrungen ist eigentlich Erythrit. Und dann der Birkenzucker,
Wie sieht es denn da schon aus? Der Birkenzucker wird so verstoffwechselt, dass die Insulinantwort nur ein Viertel von der ist wie vom normalen Zucker. Und der Rest wird aber nicht verstoffwechselt. Und wenn man zu viel nimmt, ist es nicht so gut für den Darm. Kleine Menge, wunderbar, Mousse, Schokolade und Kuchen, gut. Und Erythrit oder Erythritol, auch da haben wir gelernt von den Fehlern. Der jagt den Blutzucker nicht hoch, aber der macht uns im Darm ein Problem. Und im ersten Buch, Zucker, der heimliche Killer, haben wir einen Koch dabei gehabt. Und da haben wir zu viel Ersatzzucker verwendet. Und dann kann das den Darm belasten und das Kochen wird zu aufwendig. Deshalb war die Lösung in der neuen Auflage weniger, ist besser. Und dann kleine Menge, sehr wohl. Und dann ein Mousse Schokolade oder alles Mögliche geht gut. Und da reicht eigentlich auch ein halber Teelöffel Galaktose, hilft schon. Und da sind wir aber auch dabei, dass wir eigentlich ein peppiges, aufgepepptes Wasser haben, wo dann eigentlich gesunde Elemente drin sind. Wenn es nicht schmeckt, dann nehmen es die Leute nicht. Das ist die Belohnungskomponente. Aber wenn ich zu viel belohne, wird es schlecht. Und zum Abschluss noch war die Frage, was macht süchtiger, Heroin oder Zucker? Und wenn man Ratten anfüttert und sie sind dann eigentlich in der Insulinfalle, und man nimmt beides weg, man öffnet die Tür zum Heroin und zum Zucker, gehen alle in Eilgeschwindigkeit zum Zucker. Denn der drohende Unterzucker ist eine vitale Bedrohung. Ja. Und deshalb ist die Suchtkomponente so groß. Und zu der ersten Frage, es braucht Aufklärung. Wir sind hier reingeschlittert. Wir sind reingeschlittert aus Bequemlichkeit. Es ist gut und günstig. Ja? Und deshalb brauchen wir so früh wie möglich Aufklärung. Am besten schon in der Grundschule und für die Eltern. Wenn ich weiß, kann ich entscheiden, was ich kaufe. Aber wenn ich nicht weiß, schlittert man rein. Und das ist eigentlich die Katastrophe, dass immer mehr Kinder immer früher krank werden. Und früher hätte man sich gar nicht vorstellen können, dass Kinder einen Altersdiabetes haben, ne? Oder ein metabolisches Syndrom und eine Fettleber. Jetzt wird es schon zur Normalität. Aber du redest von Aufklärung und ich behaupte, und das könnt ihr vielleicht bestätigen, dass Fachleute wie ihr, also Ärzte, eigentlich diese Aufklärung auch nicht haben. Nein, einerseits nicht, aber es ist noch was viel Schlimmeres. Und das ist das Beispiel Schule. Mhm. In der Schule wird heute, und ich habe zwei Töchter, die jetzt schon länger in der Schule sind, wird heute ja auch einiges über Ernährung gemacht, Hauswirtschaftsunterricht. Und dann heißt von der Schule durchaus, sie möchten gerne, dass man gesunde Ernährung macht und so. In den Pausenkiosk gibt es immer noch süße Sachen und sonst nichts. Wenn jemand zum Beispiel im Kindergarten Geburtstag hat, soll man Weißbrot mit Schokoladenstängeli mitbringen. Klar. Das ist eine offizielle Empfehlung. Mhm. Wenn man also Vollkornbrot mit Käse mitbringt, nein, sondern es muss Weißbrot mit Schokostängeli sein. Mhm. Im Hauswirtschaftsunterricht musste meine Tochter Sirup machen. Also zum Trinken. Das ist Wasser, Zucker und ein bisschen roten Farbstoff. Mhm. Also schon dort findet eine richtige Ernährungsberatung oder Lehre gar nicht statt. Außen steht drauf, wir wollen gesunde Ernährung in der Schule und gebt nicht so viel Süßigkeiten mit, das ist okay. Aber in der Umsetzung, in der Realität, klar, passiert genau das Gegenteil. Und die Idee war, dass man den Schulen mal angeboten hat, wir können auch mal zu euch kommen und mit euch die Kinder in der Schule über gesunde Zucker. Nein, aber kein Interesse. Also das fängt schon da an, dass da schon ein falsches Bewusstsein aufgebaut wird, geschweige denn, dass die Ärzte es wissen. Aber genau da nochmals, ich meine, ein Patient mit einem Leiden wie eben diese ältere Dame mit dieser Hand wird ja eigentlich krass falsch behandelt. Ja. Und genau da muss man doch ansetzen. Wenn wir wirklich gesundheitliche Probleme haben, predigen wir auch hier in QS24 immer wieder, geht zum Arzt. So, aber der Arzt muss doch das wissen, dass mach Ernährung zu deiner Medizin und lass Medizin deine Ernährung sein. Und dieses Thema ist irgendwo gar nicht da. Also hast du im Studium was gehört von Galaktose? Nein, oder? Gar nichts. Ich habe nur gelernt, man soll nicht so viel Eier essen wegen dem Cholesterin. Ja, und das ist auch noch falsch. Das war auch noch falsch. Ja, genau. Eieieiei. Also gut, Galaktose kriegt man das überall. Das gibt's. Also der beste Tipp ist, man nimmt Linse und tut die Linse lang verkochen. Und in der Linse ist viel Galaktose drin. Mhm. Dann hat man in der Beere noch eine bestimmte Komponente und dann gibt es noch ein Pulver. Da gibt es jetzt unterschiedliche Apotheken, die haben wirklich, das ist so eine reine Galaktose, da kann man sogar Infusionen damit herstellen. Mhm. Das heißt, die ist physikalisch hergestellt, 100% rein. Und da das im Profisport genommen wird, ist jede Charge kontrolliert. Wenn einer von den Jungs
oder Frau positiv getestet wird, dann bin ich skalpiert. Ja. Also wir haben diese Zucker auch in der italienischen Liga bei Juventus Turin und da sind wir darauf angewiesen, dass die Qualität stimmt. Und jetzt gab es sozusagen eigentlich einen Pionierforscher, aber ein schräger Vogel, der hat dann eigentlich die Galaktose in China eingekauft und da kann ich Molke und Schwefelsäure nehmen, dann ist sie stechend und günstig und billig, aber das ist dann Gift. Deshalb muss man sich nach einer guten Qualität kümmern und da gibt es jetzt unterschiedliche, einige von der Apotheker in der Schweiz, die sind da richtig gut, die eidgenössische Apotheker, die haben eine gute Qualität. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Firmen, die haben wirklich gute Sachen. Das Problem ist, das ist eben das Schizophrene fast. Galaktose in der Schweiz stand bis vor kurzem noch nicht auf der Lebensmittelliste, war nicht zugelassen, durfte nicht benutzt werden, durfte nicht verkauft werden. Gift, also war nur in der Pharmakopö als Arzneimittelhilfsstoff geeignet. Also ich durfte ein Arztrezept machen, wo ein Apotheker auf mein Rezept Galaktose als Arzneimittelhilfsstoff verpackt. Und dann hättest du es bekommen. Ja. In der Mikro nicht verkaufsfähig. Ja. Immer noch nicht. Ja. Jetzt durch die Revision des Lebensmittelgesetzes und so hat sich das jetzt etwas einfacher gestaltet. Aber aktuell ist es in der Schweiz immer noch Apothekenware. Ein völlig gesunder Zucker, der nicht krank macht. Ja. Bei uns und der andere Zucker, der Demenz auslösen kann, den kannst du freikaufen. Sehr spezielle Situation. Wir reden schon wieder die Zeit davon, aber dass die Zuschauer dann nicht erschrecken, wenn sie dann wirklich in die Apotheke gehen und so ein 250 Gramm Packung kaufen. Ich habe schon gehört, 100 Franken, kann das sein? Ein bisschen weniger. Gut, also es ist teuer. Ist aber so, es ist teuer. Man braucht auch wenig davon. Aber man braucht wenig, weniger ist hier mehr. Genau. Und die letzte Frage, weil wir beim Zucker sind, ich habe noch nichts über Stevia gefragt. Wie ist da die Empfehlung? Wenn man es gern hat, darf man es nutzen. Okay. Aber es ist nicht gleich eben gut wie Galaktose. Also der Unterschied ist, wenn man es gern hat, kann man es nutzen. Wenn wir jetzt gesund sind und nehmen das, kein Problem. Jetzt gibt es aber Menschen, denen ihr Stoffwechsel ist aus dem Ruder. Und die haben jetzt einen normalen Blutzuckerspiegel, aber ein zu hohes Insulin. Und wenn jetzt das Süß kommt vom Stevia, triggert das Insulin. Mhm. Okay. Aber es kommt kein Nährstoff. Ja. Und deshalb geht es denen schlechter nach. Mhm. Und die denken, es ist Stevia. Nee, es ist ihr Stoffwechsel, der nicht funktioniert. Galaktose hat den Vorteil, das setzt kein Insulinsignal. Das geht durch eine Hintertür, wie ein Bypass. Und aktiviert die Fettverbrennung. Und führt dazu, dass das Insulin sinkt. Und es baut noch mehr Hintertüren. Also noch mehr Bypasses, sodass der schlechte Zucker aufverwertet wird. Das heißt, wir haben mehrere coole Effekte. Deshalb ist eben als Arzneimittel dort eingetragen. Deshalb führt es die Apotheke. Aber das ist eigentlich auch der Zucker von der Muttermilch. Ja. Also so gefährlich kann er nicht sein. Und der Zucker von der Mistel. Mhm. Und wie gesagt, Rudolf Steiner war eigentlich der Pionier. Mhm. Und 1875 gab es einen Apotheker, einen Arzt in Paris, der Apollinaire. Und der hat damals schon die Kohlenhydratintoleranz, Diabetes, Kohlenhydratintoleranz, das ist Diabetes, hat er die schon behandelt mit Fettreich und mit Galaktose. 1875. Schon traurig. Deshalb hoffe ich auf die Zukunft. Dass wir da 150 Jahre später immer noch vom Gleichen reden. Und wie lange, man sieht aber auch, wie lange und wie träge es ist, um Wissenschaft, Erkenntnisse, die wirklich wertvoll sind, wirklich zu etablieren im Markt. Da sind so viele andere Interessen immer wieder da. Liebe Herren, tausend Dank für diese wertvolle Sendung. Ich bin mir ganz sicher, die Zuschauer waren so gebannt in diesem Informationsflut drin. Also lieber Dr. Simon Feldhaus, du bist einfach ein großartiger Typ und danke, dass du immer wieder zu uns kommst und uns alle bereicherst und auch du, Kurt Mosetter, danke, dass du ihn mitgebracht hast. Gell? Großartig, wirklich eine Riesenbereicherung. Ich wünsche euch alles Gute und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, das Thema Zucker konnten wir Ihnen ganz, ganz gut vermitteln und auch die Möglichkeiten, die Sie haben, von einem Zuckerjunkie wegzukommen oder Ihr Kind mit anderem Zucker diesen wertvollen Süßstoff zu geben, damit sie ihre Belohnung kriegen und nicht einfach auf die herkömmlichen Mittel gedankenlos und unwissend weiterhin zu verabreichen. Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg der Umstellung alles Gute. Danke fürs Zuschauen und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.